Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Jo, vielen Dank an Ralph und an mir selber für die, an mich selber für die Lakaien. Ihr seht, ich habe die 8 Stunden Truhen nicht geschafft, weil ich nicht geschafft habe, ja. So, hier auch haben wir eine kleine Erklärung von dem lieben Herrn Cool, und zwar, weil ich in einer Gruppe bin und einer anderen Clan wollte, aber ich bleibe in dem Clan. Ist in Ordnung. Ich habe auch kein Problem damit, wenn du den Clan wechselst und dann wiederkommst, aber es wäre nett, wenn du einfach sagst, warum du das gerade machst, weil es ist halt schon immer nervig, wenn man das nicht weiß und dann kommen die Leute wieder. Und dann denkt man sich auch so, warum? So, ne? Ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Falls du das Video sehen solltest hier. Aber gut, wir öffnen gerade schon und gucken, was da drin ist. Ich hoffe mal guter Stuff. Ansonsten ist das halt nicht so guter Stuff und den kann man aber erstmal auch gebrauchen. Weil kann man ja notfalls ja immer verschenken an die anderen Leute. Oh, Lakaienhorn. Das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Meine Nase läuft. Ich glaube, meine Nase kribbelt. Ich muss gleich mal die Nase putzen. Also im Gefühl. Aber gut. Im Shop. Magier wären vielleicht nicht schlecht. Ja, aber. Ja, 50 Stück. Die würden wir etwa brauchen. Das ist halt ein bisschen teuer. Deswegen würde ich einfach sagen, ich suche die erste Runde und guck du da kurz hin, also, ja, los geht's. Mann, 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 das dauert immer länger als ich denke. Und ja. So. Zack. Da kümmern wir uns mal mit den kleinen Süßen hier drum. Das sollte ja einigermaßen funktionieren. Ja, mit dem Riesen dazu könnte das echt gut was werden. Aber ja, nicht so gut, wie ich erhofft habe gerade. Aber okay. Ach shit, wir haben jetzt nicht hier in die Flugabwehr. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber okay. Wir haben ein bisschen Damage gemacht, das ist in Ordnung. Aber jetzt kommt dieser blöde Arsch, ja, schon um die Ecke. Aber gut, der hat nicht viel Schaden gemacht. Das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. So. Ich hab hier auf jeden Fall das falsche Deck wieder angepriesen. Aber gut. Ich weiß nicht, womit wir starten. Der Gegner ist eher so ein bisschen defensiv gerade gehalten. Aber es ist ja vorerst mal nichts Schlechtes, so. Nam, 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 nam. Zack, zack. Dann gehen wir jetzt auf den Riesen, der soll sich darum kümmern. Dann kommt noch der Häuser dazu. Und da gegen die Flugdinger. Zack. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Zack, hier noch ein Bowler hinterher. So. Zack, die Feuergeister, die kommen sich hoffentlich um den Fliegenden. Das reicht hoffentlich. Ah, nee, schade. Schade, schade, schade. Aber ist noch so schlimm jetzt hier. Er hat halt auch dieses blöde Ding, was ein bisschen nervig ist. Aber okay. Aber okay. Wir werden jetzt auf der linken Seite, will er jetzt auch durchmarschieren oder was? Will ihn aber nicht so viel bringen, muss ich ganz ehrlich sein. So, dann kümmert der sich darum. Und hier klatschen wir die mal eben hin. Zack. One Kronen-K.O. Kronen-K.O. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hasst es, zahle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hasst es, zahle. Kronen-K.O. Kronen-K.O. Yippie-yo. Oh man. Läuft das nicht so ganz, wie ich gehofft habe, aber okay. Ich dachte eigentlich, dass wir vielleicht ein bisschen weiterkommen da. Zack.
Hier nochmal die kleinen Feuergeister dazu. Vielleicht hilft das was. So. Ah, nee. Ah, die werden einfach direkt weggeblockt, die Feuergeister. War aber ein bisschen vorhersehbar auch. So. Seven, six. Okay, gutes Spiel. Vorbei. Dankeschön. Auf jeden Fall ein netter Gegner. Das ist schon mal geil. So scheint die Runde ja schon mal nice, würde ich sagen. Ja gut. Ich will noch mal eine Runde mit dem Deck. Das kann halt echt was werden. Wir müssen halt nur einen guten Gegner haben, der nicht der die gleichen Karten hat wie wir. Dann kann auf jeden Fall was werden. So. Wir starten mal ganz gechillt erstmal damit. Wir gucken, was der Gegner so drauf hat. Und so ein bisschen Lex hier schon mal sparen, um gleich hier richtig voranzuhüpfen, sag ich mal. Das ist ein guter Schweinchen, weil dann bleiben die Einheiten ein bisschen hinter. Das ist schon mal nicht schlecht. Komm, könnt ihr bitte in Eis werden? Dankeschön. Oh man, da kommt echt viel Damage bei rum. Aber mit unserer Taktik haben wir vielleicht Glück und können wirklich ein bisschen was reißen. Oh yeah. So ist gut, so ist gut. Ah, okay. Aber wir haben gut Damage gemacht. Was heißt gut Damage? Er hat halt hier krass Damage gemacht. Und wir so. Ja, vorhandenen Damage, sagen wir es mal so. Wir haben vorhandenen Damage gemacht. Ein Bowler. Bowling! Mag die Dinger mal mehr, ey. Die sind mega cool. So. Ah, der Showtime Man ist ein bisschen unfair. Aber gut. Aber gut. Zack, die noch hinterher. Ah, der alleine macht halt auch schon gut Schaden. Aber das Problem ist, der muss erstmal rankommen. Und da ist immer so ein bisschen das Problem. Na okay, Tower Down. Schade. Schade. Schade, schade, Schokolade. So. Ich wechsle gleich auf jeden Fall zum Spam-Deck. Dann kommen wir auf jeden Fall besser durch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mach mir auf jeden Fall, dann habe ich alles voll auf jeden Fall. So. Na, dann packen wir den da noch hin. Da kommen die hin, die sollen sich um den Inferno Tower kümmern. So. So, so. Zack. Bom, 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 der sollte schnell down gehen, hoffe ich. Oh, sehr schön, sehr, sehr schön. So gefällt mir das, so gefällt mir das. So ist nice, so ist das nice, so muss es sein. 5, 4, 3, 2, 1. Conan Cow. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hassen, zahle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hassen, zahle. Wer kennt es nicht, yeah. Wer liebt es nicht, yeah. Wir hassen das alle zusammen, gemeinsam zu zweit. Keine Ahnung, warum zu zweit, aber... Wir hassen das gemeinsam zusammen zu zweit oder so. Keine Ahnung. Irgendwelchen wirren Stuff, den ich wieder von mir gebe, aber das kennt ihr ja. Das kennt ihr ja, ne? Das kennt ihr ja zu Genüge, sag ich mal. So. Zack, zack, zack. Hab ich schon. So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, nice one! Gutes Spiel, Mann, das war. Puh, das war schon ein bisschen anstrengend und nervös. Nein, nicht nervös, Tom, das ist das falsche Wort. Aber gut, der kann sich, das bewährt sich so ein bisschen, aber wir gehen doch mal ein bisschen dahin.
Sina in Äußerst. Viel Glück, Frau Sina. Hoffe ich mal, dass das eine Dame ist. Auf jeden Fall der Name lässt auf eine Dame vermuten. Ich weiß nicht, ob Sina auch ein männlicher Name ist. Von. Wenn eine Abkürzung von dem Namen, aber von was für einem Namen könnte Sina eine männliche Abkürzung sein? Das frage ich mich an dieser Stelle. So. Zack, zack, zack. Die schlitzen den da einfach auf. So ist der Plan. Schaffen die das auch, bevor der ankommt? Das sieht gut aus. Ein Hit hat er zwar gemacht, aber hey. Das ist okay. Das darf er auch. Manchmal dürfen Einheiten auch mal was machen. Manchmal, aber auch nur. So, Pfeilhageltest. Läuft mal voraus. Guckt, was passiert. Da kommt Feuermann. Okay. Okay. Also die linke Seite, das ignoriert er voll, wenn die Fässer kommen. Was ein bisschen sehr, sehr mutig ist von ihm, muss ich da ja sagen, ne? Vielleicht ein bisschen mutig so von ihm. Aber gut, vielleicht hat er da gute Erfahrungen mit oder so, ich weiß es ja nicht, kann ja sein. Dass er sagt, hey, das juckt mich nicht, wenn die kommen. Weil das eigentlich nie ein Problem bis jetzt war oder so. Kann ja sein, oder er kennt die Karten gar nicht, was ich mir nicht vorstellen kann. In der Arena sollte man auf jeden Fall den, dem Dings kennen, den... Das Koboldfass, das ist ja, ich sag mal, eine normale Karte, ist ja keine Legendary oder so. Manche Legendary kann ich verstehen, dass man die nicht kennt, weil die sieht man vielleicht nicht und so, also gar nicht oder selten und so, und dann verstehe ich das ja wohl schon, aber ja. Oder wir burnen ihn halt so krass von den Elixier runter, dass er das einfach gar nicht deffen kann. Auch wenn er wollen würde oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber sieht gut aus. Wir könnten da echt sehr schön zwei Krönchen bekommen, so wie das aussieht. Das freut mich auf jeden Fall. Das freut mich. So soll es auch sein. So kann es bleiben. So habe ich es mir gewünscht. So. Da kümmere ich mich gleich mit denen hier drum. Oder mit denen hier auf jeden Fall. So. Zack, zack, zack. Da war's hin. Da war's hin. Und dann sollte das jetzt gleich gewesen sein. Mit dem zweiten Turm von ihm. Sehr schön. Und den dritten wollen wir uns natürlich auch holen, wenn das im Rahmen des Möglichen ist, was aber nicht so leicht aussieht. Was nicht schlecht aussieht. So. Zack. So. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Aber gutes Spiel. Zwei Krönchen. Fast 3 gegen die liebe Sina von Äußerst. Oder Star. Kann nicht Star, das ist ja nicht mehr Zahl, sondern nur Star. So, ich könnte die jetzt natürlich öffnen, aber das lasse ich an dieser Stelle mal, weil, na, fast 50 sind mir schon ein bisschen viel. Das sind mir schon fast ein bisschen viel. Aber gut, können wir einfach mal so lassen. Also, ich fange einfach mal einen Pfeilhageltest an, würde ich sagen. Ganz gechillter Pfeilhageltest. Gucken, was dann passiert. Würde ich sagen, ist schon mal nicht so schlecht, oder? Da werfen wir einfach mal ein Fass hin. Gucken, wie er damit zurechtkommt. Wie er darauf reagiert, vor allen Dingen auch. So. Zack, zack, zack. Da können wir durchbauen. Bah, oh mein Gott. Nicht schlecht. Dass er so viel Damage macht, habe ich nicht mit gerechnet. Ganz ehrlich nicht. Da habe ich den Damage wieder unterschätzt. Und das ziemlich stark. Ziemlich, ziemlich stark unterschätzt. Muss man mal aufpassen. Weil der Reiter ist echt krass stark. Oh, ne, Leute, man echt nicht unterschätzen. So, 3, 2, 1. Versucht der Argo mal. Okay. War wasted. Aber gut, wir können ja damit hier in den Angriffsmodus schicken. Vielleicht hilft das was. So. Haben ein bisschen wieder Tower gedamaged, aber nicht so, wie ich gehofft habe. Aber gut, der Elixiersammler geht down. Das ist schon mal geil. So. Und der Tower frisst auch ordentlich. Da schicken wir einmal die durch. Wenn er die durchlässt, ist over. Ich denke mal, er geht auf die Zuckerblattkanone. Auf jeden Fall kommt das so vor, weil er sammelt halt gerade Elixier. Oder, ne? Er spielt halt nicht viel. Kann gut sein, dass er echt auf die Zuckerblatt geht. Will ich aber nicht. Mich nicht drauf festnageln lassen, ne? Will ich mich nicht drauf festnageln lassen. So, die Kleinen wollen sich um den kümmern, seine Schwachsinn, weil der eh gerade down gegangen ist, aber hey.
Aber hey, das ist okay. So. Zack. Den habe ich jetzt extra nicht auf dem Turm gemacht, weil die sollen sich um den hier, um den Iceman da kümmern. Das ist schon mal nicht so schlecht. Wunderbar, Wunderbärchen. Okay. Das ist natürlich an der Sache, die ich hier mache, dass ich die immer hinten hinstelle, die Einheiten, um so ein bisschen zu sammeln. Dass der Gegner sich sehr gut darauf vorbereiten kann, dass jetzt gleich was passiert. Das ist der Nachteil daran. Aber gut. Alles hat Vor- und Nachteile. Nur die Wurst hat zwei. Ja, was anderes, ne? Okay. So. Zack, die sollen sich um die Fliegis kümmern. Um die Fliegis. So. Zack. Zack, was mach ich da? Warum das Glätter mir? Bin ich total behindert? Okay. Gutes Spiel. Ist over. Hat er gut gemacht. Der Ballon. Nicht schlecht. Mein Problem gerade war wieder das Problem, dass ich hinten die Einheiten setze zum Sammeln, was aber total Schwachsinn ist, weil Sammeln ist halt nicht so gut. Sammeln ist nicht so gut, weil dann kann der Gegner sich so krass einfach drauf vorbereiten und das ist nie so nice, so. Und zack. Die sind ganz schön hoch, du. Die sind echt ganz schön hoch. Das wird mir nicht gefallen, weil die können echt... Zweimal wer. Ne, einmal, okay, gut, dann ist das noch in Ordnung. Ist das noch im Rahmen des Ermessbaren oder wie auch immer man das so sagt. Okay, die Valkyrie ist halt immer blöd. Egal wann, wie und wo. Ist immer ein sehr nerviger. Eine sehr nerviger Karte. Eine sehr nervige Karte. Na gut, man kann natürlich mit umgehen und arbeiten mit, ne? Man kann doch nicht einfach sagen, hey, die Valkyrie ist blöd, nimm die raus. Der Gegner denkt sich dann natürlich auch so, ja. Willst du mich eigentlich veräppeln, Mann? So, zack, der Feuermagier sollte einen Down bekommen, so eventuell. Okay, gut, da geht was down, aber nicht so viel, wie ich erhofft habe. Also nicht so einfach. Oh man, jetzt geht meine Flugabwehr down. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd, aber okay. Wie viel Damage die gemacht haben, Overtime, weil ich das einfach ignoriert habe. Oh, 1993, da bin ich geboren, Mann. Das ist ein Zufall. Da mein Geburtsjahr ist, als Tower leben. Eigentlich am 13.13. Das wäre aber lustig. Wenn jetzt 25.11. stehen, 1993, dann wäre das lustig. Wäre es echt krass. Aber tut es nicht, tut es nicht. Na, ich will auf der rechten Seite ein bisschen Druck aufbauen. Das ist ja ganz in Ordnung und darf er gerne machen. Ja, will ich halt trotzdem irgendwie versuchen zu verhindern, ne? Ist ja ganz klar so. Das ist ja ganz klar wie Kloßbrühe ist das ja, ne? Ganz klar wie Kloßbrühe. So. Skelami kümmert sich da mal ein bisschen drum. Oh, damn. Oh, damn. So soll es auf jeden Fall nicht ausgehen hier an dieser Stelle. Aber gut. Aber gut. So. 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 Ich weiß, das ist ein anderer Dude. Der geht mir auch schon auf den Sack, dass der da ist, aber... Da kann ich gerade nicht viel gegen machen. Ich kann allgemein gerade gar nicht viel machen, weil ich krieg die zweite Krone nicht. So, die erste. In diesem Fall ist es die erste. Ja. Ich glaube, ich lasse ihn dienen. Weil ich gucken will, ob ich vielleicht eine Krone bekomme. Okay, eine habe ich safe. Okay, gut Spiel. Eine ist halt besser als gar keine so und deswegen... Ja. Der ist sogar aus La Familia, Alter. Der kommt ja von Gorgo in der Welt. Wunderbar, eine Krone noch. Das sollte ja irgendwie machbar sein, hoffe ich mal. Am besten wäre natürlich jetzt drei Krone, sonst das nächste Mal zwei hätten. Ja, wäre natürlich super nice, aber gut. Das kann man natürlich nicht einstellen, das ist ja... Das passiert oder passiert nicht, das weiß man leider einfach nicht. So. Zack und zack. Wie darfst du, mein Kollege, wie darfst du?
Beilagetest erfolgreich absolviert. Das ist super schon mal. Das freut mich. Da sehen wir noch den guten alten Pfeilhagetest richtig benutzt. So. Das freut mich auf jeden Fall. Das freut mich. So, dann wollen wir mal ein bisschen mit ein paar kleinen Einheiten ein bisschen voranpreschen. Und dann ballern wir da schon mal vorweg einen Kollegen hin, der sich eventuell um ein paar Sachen kümmert. Wäre schon mal nett. Aber gut, die haben sich ein bisschen den Rauch aufgelöst. Was steht da? Wegen Feuer. Ich weiß, der war jetzt nicht so ganz geil, aber... Okay. So, und zack. Oh, kriegen die den down? Ich hoffe. Zack. Litzi, bitzi, litzi. Okay, der kommt nicht durch. Ne, wäre aber auch zu krass. Wenn ein Einzelner davon durchkommt, das wäre ziemlich, ziemlich krass, aber... Ja, der möchte wohl nicht heute. Der möchte heute wohl nicht. So, jetzt wollen wir langsam mal sicher anfangen, hier ein bisschen was zu sammeln, würde ich sagen. Langsam mal sicher. Ah, Probleme sind noch nicht bei der 1 Minute. Die 1 Minute, die mir echt den Power Spike gibt, da sind wir leider noch nicht. So. Zack. 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 Zack, 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 zack. Es geht aber so ein bisschen auf hier, mein Plan, auf der linken Seite ein bisschen abzulenken, dass wir rechts ein bisschen durchkommen können. War bis jetzt nicht schlecht, hat auch gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich sein. Ich hab wirklich, dass es schlechter funktionieren wird. Aber gut. Okay, das war hart. Raced. Erstmal schön in den Gegner reinwerfen, die Skelettarmee. So wie sich das gehört. Einfach in den Tod werfen. Aber gut, wir haben auch ein paar Grünchen. Das ist auch schon mal nice. Das gefällt mir. So sollte es auf jeden Fall auch sein. Nur ein paar Grünchen nur. Zack, zack. Zack, 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 zack. Ja, sein großer Vorteil ist halt, er hat echt viel Elixier so. Da kann ich natürlich nicht so mithalten, ne? Da kann ich nicht so mithalten. So. Zack. Ah, auf jeden Fall. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Nicht schlecht. Wir haben uns eine Krone, das freut mich. Der Part ist diesmal nicht so lang, das freut mich natürlich auch. Und ja, ich würde einfach sagen, wir öffnen den Kronton, dann war es das leider auch schon wieder. Goldjuwelen. Inferno Tower, Musketendame, Feuerball und Lakaien. Okay, dann würde ich sagen, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, der Part, würde ich mich über eine Bewertung über Kommentar freuen. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.